Alles, was wir besitzen, hat Gott uns geschenkt. Egal ob materielles oder zwischenmenschliches. Wir können ihm dafür unendlich dankbar sein und dürfen diesen Reichtum auch nutzen. Wir sollten aber nicht damit angeben, sondern ihn nutzen, um anderen, die nicht so viel haben wie wir, zu helfen. Das können Spenden sein oder gute Ratschläge. Alles Materielle, Irdische, was wir hier haben, wird nicht für immer da sein. Deshalb ist es wichtig, auch im Glauben reich zu werden. Also Gott immer mehr zu vertrauen und zu versuchen, mehr Gutes zu tun. Und das von Herzen. Dabei wird uns Gott immer helfen. Wenn ich an Reichtum denke, sehe ich da zwei Menschen vor mir. Die arme Witwe mit ihren Schärflein, die wir aus der Bibel kennen, und dem wohl bekanntesten reichen neuapostolischen Christen, Reinhold Wirth. Sie könnten auf den ersten Blick nicht unterschiedlicher sein. Aber ich habe mal in einer Wohnzimmerandacht gehört, wie ein Bruder folgendes Zitat teilte: Du kannst alles lieben, dein Geld, deinen Besitz, deinen Reichtum, aber Gott mehr zu lieben, das ist das Geheimnis des Lebens. Und genau das bewundere ich an Gott. Wenn Gott eine Bank hätte, würde er keine Unterschiede zwischen den beiden machen. Nein, er würde der Witwe und auch Herrn Wirth einen riesigen Segenskredit geben. Er würde keinen Businessplan, kein großes Startkapital oder andere Sicherheiten verlangen. Er würde nur zwei seiner geliebten Kinder sehen, die mit einem dankbaren Herzen seinen Segen annehmen und vermehren, indem sie diesen Segen wiederum mit anderen teilen. Und wisst ihr, was das Beste an der Bank Gottes ist? Bei ihm müssen wir keine Zinsen zahlen und seine Bank wird auch niemals pleite gehen, denn die Liebe Gottes ist und bleibt unendlich. Geld, Essen und Kleidung, das alles lässt sich gut weitergeben. Aber wie kann ich den Reichtum von Geborgenheit, Liebe und Glücklichsein teilen? Mein heutiges Erlebnis: Ich war mit einem Freund unterwegs. Wir liefen an einem jungen Mädchen vorbei. Sie sah sehr traurig aus. Kaum als wir an ihr vorbei waren, stellten wir fest, dass wir den gleichen Gedanken hatten und ihr eigentlich etwas von unserem Glück abgeben wollten. Aber wir haben es nicht getan. Mich persönlich hat die Maske blockiert. Der Gedanke, dass ich nicht näher als 1,50 Meter an sie herantreten kann. Seitdem lässt mich aber der Gedanke an sie nicht mehr los. Ich hätte ihr gerne etwas Liebes zugesprochen. Wie sieht es jetzt in deinem Umfeld aus? Es müssen nicht immer fremde Menschen sein. Geh einmal mit offenen Augen durch deine Gemeinde. Schau nach links und nach rechts. Vielleicht steht da auch ein junges Mädchen, die von deinem Reichtum etwas gebrauchen könnte. Jedes Lächeln, jedes liebe Wort oder vielleicht auch in der heutigen Zeit jede wertschätzende Sprachnachricht kann so viel Reichtum geben.